Liebe es, auf die App TikTok zu gehen und mir dann TikToks anzugucken? Auf dem Handy höre ich am liebsten Musik und spiele Spiele. Ich bin auf Instagram, TikTok, Snapchat, WhatsApp. Ich chatte zum Beispiel an meinem Handy über WhatsApp oder bin auf Social Media wie Instagram oder Snapchat aktiv. Ich benutze aber auch gerne mein iPad, um Netflix zu gucken oder YouTube zu gucken. Dieses Handy hat nur 5 Zoll, aber dahinter ist ja ein Universum, wenn man so will. Und es bietet unglaublich viel Neues, viel Informationen und Videos. Also man kann sich ja scheinbar unendlich damit befassen. Da sind die Entwickler im Silicon Valley richtig clever gewesen. Und die wissen genau, welche Schalter sie bei uns betätigen müssen, damit wir möglichst lange dranbleiben. Ja. Also ich würde schon sagen, dass ich mehr online bin teilweise, als ich eigentlich gerne wäre. Schon manchmal pro Tag 4 bis 5 Stunden. 6, 7 Stunden. Ich glaube, letztens, als ich gecheckt habe, war es 10 Stunden. Kann ich kurz gucken? Ja. Täglich so zwischen 5 und 7 Stunden. Also wöchentlich im Tagesdurchschnitt verbringe ich so 6 Stunden am Handy. Also es ist nicht sehr wenig, aber ich finde auch nicht, dass es übertrieben ist. Also in letzter Zeit hat es mich ein bisschen selber gestört und ich fühle mich dann halt oft sehr unproduktiv. Ich finde 10 Stunden eigentlich noch okay, weil wir halt in den Ferien sind. Am Ende sind es doch dann irgendwie, keine Ahnung, 10 Videos geworden und eine Stunde. Dass Jugendliche auch mal exzessiv sowas betreiben, das ist auch durchaus normal. Es gibt keine klare Grenze, muss man sagen. Sondern es ist immer vom Einzelfall abhängig. Wenn Freizeitaktivitäten irgendwie zurückbleiben, also wenn man Freunde nicht mehr trifft und deswegen zu Hause bleibt, das finde ich problematisch. Aber wenn es so in den Alltag reinpasst, man trotzdem in die Schule geht, Hausaufgaben macht, Freunde trifft, Sport macht, dann finde ich es noch gut und alles in Ordnung. Aber wenn es dann Probleme gibt, dann eben keine Verhaltensänderung zu zeigen, das ist schwierig. Wenn dann noch hinzukommt, dass sie eigentlich auch doch weniger konsumieren wollen, sie aber dann trotzdem immer wieder dahin gehen und zum Beispiel immer wieder eben an den Bildschirm zurückgehen und nur mal eben kurz was gucken wollen und dann doch wieder 2, 3, 4 Stunden dran hängen bleiben, dann kann man, glaube ich, schon von einer kritischen Grenze sprechen. Also vor allem auf TikTok, da kann man so lange, so schnell einfach viel Zeit verbringen, ohne dass man es überhaupt merkt. Bei Serien ist es manchmal ein bisschen schwierig, wenn jetzt zum Beispiel die Folge wirklich sehr spannend endet. Dann fange ich halt oft noch die nächste Folge an und dann vergesse ich auch manchmal einfach aufzuhören. Zum Beispiel auf TikTok sieht man halt sehr viele Leute, die dieselben Sachen wie du zum Beispiel erlebt haben. Auf so Social Media schaffe ich es eigentlich immer ganz gut, wenn ich mir sage, ich bin jetzt noch 10 Minuten aktiv und dann höre ich auf. Das kriege ich eigentlich immer ganz gut hin. Sondern dass ich es dann mal 3 Stunden gar nicht benutze und dann eine Stunde auf Instagram oder so, und dann kommt mir das schon sehr viel vor. Dieses bei anderen zuschauen, nicht in dem Moment sein, irgendwie das nicht richtig mitkriegen, super schöne Momente verpassen oder Gespräche verpassen, das ist das, wo ich das Problem sehe. Da einzuschreiten, das erfordert dann eben eine gewisse Willensanstrengung und das können nicht alle gleich gut, würde mich da auch nicht von ausnehmen. Uns werden einfach immer neue Dinge geliefert und es könnte ja sein, dass um die Ecke noch was Neues, Tolles, Interessanteres kommt. Auch wenn man weiß, dass es diesen Effekt gibt, er catcht einen immer. Außerhalb von meinem Bildschirm treffe ich mich eigentlich am liebsten mit Freunden. Gehe einfach raus und unternehme was. Ich schreibe auch gerne Geschichten in meiner Freizeit an oder Gedichte. Ich male und ich singe und ich tanze ganz. Kann ich kurz rangehen? Ich spiele hauptsächlich mit meiner Katze. Ich gehe raus in unseren Hof. Ich finde meistens Zeit offline. Wenn man die halt mit Personen verbringt, irgendwie, die einem wichtig sind, dann finde ich, ist es meistens die schönere Zeit. Ich spiele ganz viel Basketball und ich koche und backe auch richtig gern.
oder Spiele, Offline-Spiele, Brettspiele. Also wenn das Spielen oder generell dieses Online-Sein auf Kosten anderer Aktivitäten geht, so eine Interessenverarmung da stattfindet. Weil alles andere ist dann ja auch langweilig. Ja? So ein Computerspiel, das bietet mir ganz viele Kicks in kurzer Abfolge. Die Realität ist dann halt oft anstrengender, da Erfolgserlebnisse zu haben. Ist unterschiedlich. Also ich glaube, Spiele, die man nicht auf dem Handy spielt, sondern im realen Leben, sind trotzdem noch ein bisschen anders. Aber es muss ja nicht immer sein, dass man was spielt. Man kann auch einfach reden, man kann spazieren gehen, man kann irgendwo hingehen, was unternehmen. Also ich hatte in meiner Familie nie wirklich Konflikte, wo die gesagt haben, dass ich viel zu viel Zeit am Handy verbringe, weil die Handy selber relativ viel benutzen, auch für die Arbeit zum Beispiel. Also mein Vater oder meine Mutter sagt dann einfach, wenn sie finden, dass ich zu viel bin, sagen sie, kannst du das bitte lassen, was anderes machen. Meine Mutter manchmal am Esstisch sagt auch so, nein, du bist viel zu viel auf dem Handy, mach dein Handy weg. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel mit Freunden draußen bin, dann stört es mich eher weniger. Und ich mache es auch selber irgendwie öfters mal, dass ich dann am Handy bin oder kurz schreibe, telefoniere. Und wenn ich halt mit Freunden unterwegs bin oder wenn ich was vorhabe, tue ich mein Handy auch oft in meine Tasche oder mache es auf nicht stören. Aber wenn man sich jetzt wirklich vorgenommen hat, quasi Zeit zum Beispiel zu zweit zu verbringen, dann stört es mich eher meistens. Also wenn meine Freundin zu viel am Handy wäre und ich es merke, dann ich würde sie natürlich auf jeden Fall darauf ansprechen. Ich finde, man sollte die Bildschirmzeit begrenzen, aber das hat doch meiner Meinung nach mit dem Alter zu tun. Also wenn das wirklich jetzt zu viel wird und man wirklich merkt, ja, die kann nicht mehr ohne deren Handy und also die Noten sind schlecht und was nicht, dann sollten die Eltern schon was machen. Es ist schwierig, das zusammenzubringen und ich denke mal, dass das wichtig ist, aber dass Eltern und Jugendliche da weiterhin im Gespräch miteinander bleiben. Also ich glaube, Familie, da kann man schon wirklich direkt werden und so einfach sagen, ey, ich finde das richtig blöd, dass du die ganze Zeit nur da dran bist. Mach mal was anderes, lass uns was spielen oder so. Aber wichtig ist natürlich auch, dass Jugendliche sollten natürlich schon noch andere Dinge neben der Online-Welt auch noch tun. Da könnten auch die Eltern zum Beispiel auch immer mal auch Angebote machen, was Jugendliche dann noch anderes tun könnten. Bei Freunden würde man sich das, glaube ich, nicht ganz so schnell trauen, aber das, was ich gemacht habe, wenn es mich genervt hat, dass die andere Person so extrem viel am Handy war, ich habe einfach gesagt, lass uns Flugmodus anmachen und so kann man es dann wirklich genießen und so ist das so etappenweise, glaube ich, echt eine gute Taktik.